Ahnung, ob uns die Sprache jetzt auch noch abgeschnitten wird. Aber ich sehe schon, das Fenster ist kleiner geworden. Deswegen warte jetzt mal eben, bis der hochgefahren ist. So, jetzt kannst du. Einer 40 GB Festplatte. Wie viel RAM waren es? Ich glaube, das waren 256 Megabyte. Ey, Quatsch, 256 Megabyte. War für damalige Verhältnisse eigentlich ganz okay. Mhm. Grafikkarte, eine GeForce 240. Ja, 240. Keine Endung, kein gar nichts. Ging einigermaßen mit den Spielen, bis dann irgendwann mal, ja, Motherboard Geist aufgegeben hat, Grafikkarte Geist aufgegeben hat, anderes Motherboard rein, und dann eine, so, jetzt wieder rot, dann, eine GeForce 4200 Ti reingesetzt. Ja, da liefen die Spiele dann schon etwas besser. Dann noch eine andere CPU, und zwar die 3 GHz Variante. Also, der PC, der hat sich wirklich sehr lang gehalten. Ich glaube, den hatte ich jetzt bis vor 6 Jahren hatte ich den noch. Tja, auch nicht schlecht. Mein alter 386 SX, der hat sich auch noch bis zum Jahre 2000 gehalten. Den habe ich ja dann später wieder in den Originalzustand versetzt, wo ich dann ja, einen neueren Rechner hatte. Und leider ist dann auf diesem Board das Batteriefästchen ausgelaufen. Weißt du, die Rechner, die hatten damals so Batterien, das waren Fässer gewesen. Und ja, da hattest du ja mal so ein Video gezeigt. Ja, genau. Und die laufen ja gerne aus, besonders heutzutage ja auch, wenn alten Amigas oder sowas drauf ist. Ja, und dieses Fästchen hat damals die Platine etwas zersetzt. Und da ich damals noch nicht wusste, wie man diesen Schaden behebt, habe ich den Rechner leider entsorgen müssen. Leider. Ja. Leider. Also, ich bin da ein bisschen sentimental bei Sachen. Das war mein erster Rechner gewesen. Und ja, das war doch schon etwas herzzerreißend, dass ich den dann entsorgen musste. Ach, Sägespäne, Bronnmünster. Ach Gottchen. Also, ich finde das interessant. Wir kriegen zwar massig Silotransporte, aber alles nur so billig. Ja. Wenig Einkommen. Aber ich sehe gerade, ich habe gerade mal mir ein Spiel zur Hand genommen. Ich konnte auf dem Rechner, wo ich eben aufgezeigt habe, mit der 3 GHz Maschine und nochmal einer anderen Grafikkarte, einer GeForce 6600 GT, konnte ich noch Mass Effect 1 spielen, was 2008 rauskam. Das war eine Lag-Partie ohne Ende mit dem Gerät. Glaube ich dir. Das erinnert mich an die 90er, wo ich noch den 386... Nee, da habe ich schon den DX gehabt. Den DX 40 mit 4 Megabyte. Und da habe ich Doom gezockt, Doom 2. Das Endlevel war auf dem Rechner gar nicht zu schaffen. Da kamen nämlich so viele Monster auf einmal, da kam der Rechner nicht mit klar. Das waren Geruckel und Gezuckel ohne Ende. Und ja, dann habe ich mir halt eben einen alten... Ich habe mir einen Targa-PC aus dem eBay ersteigert, so ein Lidl-PC. Ah, ja. Dann noch ein bisschen dran rumgewerkelt, bisschen mehr RAM, eine andere Grafikkarte. Der hielt sich, glaube ich, ein Jahr. Dann habe ich meinen Quad-Core gehabt, mein AMD Phenom 2X4. Und jetzt habe ich den dicken Octa-Core. Jo, nicht schlecht. Und mein Phenom 2X4, die komplette Hardware, habe ich auch jetzt im Februar auch schwer an Herzens weggegeben. Weil das war wirklich so der allererste richtig starke Rechner. Das hat teilweise schon ein bisschen wehgetan. Aber zum Glück ist er in guten Händen. Meine beste Freundin hat den jetzt, die auch Zockerin ist. Ich weiß auf jeden Fall, die macht keine Scheiße damit. Ja, das ist die Hauptsache. Ja, nee, also ich kann hier, Optagor kann ich nicht mitdienen. Ich kann höchstens mit was ist das hier? AMD 4000
Wie nennen sie sich? 64 hoch 2 Dual-Core-DIN. Das ist hier wirklich der... mein High-End-Rechner, sag ich mal. Weil der alte Rechner, den ich da vorher hatte, der, das war nur ein Single-Core gewesen. 4000 plus, also sowas 2 GHz plus minus. Ja, genau, genau. Und der alte, was war der alte gewesen? Ich glaube 3000 irgendwas, ich glaube 3000er. Den hat jetzt meine Freundin. Die benutzt den eh nur zum für Internet und E-Mail schreiben und ein bisschen Jura ausdrucken, ihre Jura-Sachen. Also die spielt nicht, also da reicht der. Die spielt nicht, die spielt nur an dir rum. Ja, genau. Nee, also ich bin ja schon ganz, ganz glücklich, dass ich es geschafft habe, dass wir ein bisschen Glücksrad auf dem C64-Emulator spielen. Oder riskant. Was? Ja, ja, ja. Da macht der schon Faxen. Ja. Nee, der macht nicht Faxen. Also, nee, ich sage meine Freundin, ich bin ja froh, dass sie freiwillig Glücksrad spielen will. Ach so. Weil sie sagt immer, Computerspiele spielt sie nicht. Außer mal vielleicht ein Judo und No Jack. Aber sonst so nicht. Ja, aber da vertut man sich meistens, dass halt eben Frauen keine PC, also nicht so am PC sitzen. Mhm. Sieht man meine beste Freundin, sieht man Aine, die bei mir arbeitet. Die hat mich auch letztens gefragt, was zockst denn du so? War ich auch so baff, so. Mhm. Hier sieht man gar nicht an, dass du eine Zockerin bist. Mhm. Nee, aber ich sag, meine Freundin, die ist dann nicht so zockertechnisch. Wirklich mal Judo und No Jack, also mehr so hier so Spiel, hier so Ratespiele mehr, so weil so Quizspiele macht sie. Wo will denn der jetzt hin? Ich wollte doch gar nicht zum PR. Also irgendwie versteht er momentan meine Mausbefehle falsch. Naja, egal. Aber wie gesagt, das macht sie mehr so Quizspielchen, aber gucken. Plus Solitär und so weiter. Na, Solitär nicht. Also wirklich hier so Quiz, hier so wie wie Glücksrad, Judo und No Jack, falls du das Spiel kennst. Sagt mir eben gar nichts. Ah ja, Judo und No Jack, das ist auch sowas ähnliches. Ach ja, doch, ja, doch. Ja.